So, grüß dich miteinander und Servus vom Bienenstand in Hochmutting. Ja, seht ihr schon da hinten, heute ist relativ windig und bewölkt. Wir haben heute Freitag, den 25.06. Ja, da hinten stehen schon die Ladies, gell? Und ja, ich bin mir nur ein bisschen unsicher, ob wir da jetzt halt aufmachen sollen, aber ich bin jetzt eine Woche. ja, Sturmfrisur. Jetzt eine Woche nicht mehr da gewesen. Wir haben beim letzten Mal haben wir insgesamt 5 Rähmchen zugesetzt. Wir haben ja, wie gesagt, einen Ableger. Und der war letzten Freitag so Vollgas im Brut. Wir haben verdeckelte Brut gehabt, wir haben Maden gehabt, wir haben Stifte gehabt. Wir haben eigentlich alles in sämtlichen Variationen drin gehabt. Patronen natürlich auch. Das haben wir dann, wie gesagt, erweitert. Ich habe den Sheet dann raus und habe dann quasi nur 5 vorgestanzte Waben, also mit Rähmchen natürlich mit Nido. Ja, und das wollen wir uns heute mal anschauen. Bis gleich. So, auf jeden Fall haben wir ziemlich massiv, ja, wir haben schon einiges, oder? Am Betrieb an unserem Flugloch. Das ist übrigens unser Star, dieses hier. Mit dem wahnsinns fancy verchromten Deckel, hey. Hammer, Schatz, wie das spiegelt. So, dann machen wir den Spaß mal auf. Es ist relativ windig, aber naja, wie gesagt, schauen wir mal. Da haben wir unser Brut, was wir das letzte Mal gehabt haben, sieht man eigentlich ganz schön an den unterschiedlichen Farben. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ne, jetzt pass auf, genau, wir haben die 4 haben wir drin gehabt und die 3, also insgesamt 6 Stück haben wir erweitert. So, na gut, dann schauen wir mal. Smog oder so zu jetzt das gar nicht gut, das brauchen wir nicht, da sitzt ein kleiner Ohrwurm. Ich habe aber kurz Hosen und hoffe, dass die nicht komplett zerstechen. Einfach jetzt mal so eine Randfarbe, einfach mal um zu schauen. Wie gesagt, wir haben ganz viel Schindelwand, das jetzt mal zugegeben. Ja, nur da ist noch nichts, da ist natürlich noch gar nichts drauf, das war mir fast klar, aber ist ja wurscht. So, wie gesagt, ist alles neu. Da schaut jetzt einfach mal langsam vor. Schau mal. Verkittet haben sie es allerdings schon das ganze gelöst. Ja, schaut mal, da haben sie schon angefangen, die Waben rauszuziehen. Ja, also hier sieht man es ganz gut. Vorgestanzt, denn hier haben sie es schon rausgezogen. Da noch nicht. Naja, immerhin ist es heute nicht kalt. Es ist schon kalt. Alles rausgezogen hier, das schaut wirklich gut aus. Das ist eine frische Mittelwand, die wir zugegeben haben. Ich sehe aber noch nichts in irgendeiner Art und Weise jetzt hier bestiftet. Die ziehen das jetzt erstmal raus und bauen es aber schön. Bauen es wirklich schön. Okay. Jetzt schauen wir auf der nächsten, war das letzte Mal ziemlich viel
Maden, die noch offen waren, also alles unverwickelt. Oh, leck mir, ist das schwer. Komplettes Brutnest hier. So schaut das aus. Schauen wir, wo wir unsere Königin finden. Ich wollte eigentlich jetzt hier mal eine, die tun wir jetzt raus, weil das haben wir hier auch mal ein bisschen mehr Platz. Seite, so. Die darf man raus. Das schieben wir alles so drüber. Da ist ein dicker, fetter Drohn hier. Hier sitzen die ganzen Larven da drin. Hier. Oh, und da ist die Königin. Seht ihr es? Weiß gezeichnet. So, und gleich wieder rein. Schöne, schöne Königin, oder? Sigma. Seite haben wir ein bisschen offenes Futter. Na, hier was da so glänzt hier an der Seite, das ist alles offenes, das ist Futter. Aber viel haben es nicht. Ja, ich bin hier nicht der Schnellste bei der Durchsicht, aber wie gesagt, ich möchte einfach ein bisschen langsamer, dafür safe. Ja, hier an der Seite haben wir auch wieder Futter, das passt. Ansonsten alles verdeckelte Brut. Glaube ich schon langsam Gas. Wir haben auf jeden Fall auch noch einiges zu tun und auszubauen. So, jetzt kommen wir wieder an die neuen Rämmchen. An die Rämmchen, die wir letztes Mal zugesetzt haben.
okay. Frische Maden, bisschen Futterkranz, ich zeige es euch auch gleich. Und das hier alles verdeckelt. Also wir haben hier alles verdeckelt. Seht ihr die dicke Drohne hier in der Mitte? Warte mal, hier, das ist eine Drohne. Den großen Glubschern. Und hier auch wieder Maden, allerdings kleinere. Haben wir noch zwei. Da wird wahrscheinlich nicht viel drauf sein. Ich schätze mal, dass das genauso ausschaut wie drüben. Die äußere vielleicht ein bisschen mehr ausgebaut dann. Ah ja, da sind auch Stifte schon drin. Teilweise Stifte. Angenommen und rausgebaut. Das ist doch schön. So, und die letzte. Schauen wir mal, was da hier passiert. Okay, schauen wir, da ziehen es auch gerade die Waben raus. Da habe ich schon ein bisschen Pollen oder sowas eingelagert. Hier dieses Bunte oder was das sein soll. Ich weiß es nicht genau. Kannst du es ja mal in die Kommentare schreiben. Genau, aber sie ziehen es auf jeden Fall schon raus und das ist doch schön. Und sie bauen es auch schön gerade. Das ist auch gut. Okay, alles klar, super. Also haben wir alles gesehen. Gut. Dann alles wieder zurück auf Anfang. Und sie, wie gesagt, noch ein bisschen was zum Ausbauen, da freuen sie sich, haben sie was zu tun. Ganz ruhig, alles entspannt, alles gut. Nur ein bisschen hart fallen lassen, aber da war ja auch niemand drauf von uns. So. Jetzt bin ich am überlegen, ob wir hier oben so ein bisschen den Propolis mal wegmachen. Weil eigentlich ist es wurscht, dann könnten wir jetzt oben schon rummarschieren. Freimachen. Was, jetzt probieren wir mal kurz dieses Nakentuch aus, was ich heute präpariert habe. Dass die so ein bisschen in die Waden gehen, dann können wir nämlich oben ein bisschen sauber machen. Schauen wir, ob das funktioniert. Also ich habe da, wie gesagt, so ein Nakenöl hier, so ein bisschen eingeträufelt. Naja, schaut euch das an.
auch noch ab. Rauf. Da ist ein Bienentaxi. So, und hier kommt auch Hoppala. Gut, okay, das schaut doch gar nicht schlecht aus. Dann drücke wieder drauf. Das ist ja eigentlich auch so, aber. Mal vielleicht beim nächsten Mal. Also, Ladies, super, ich bin sehr stolz auf euch. Papa ist sehr stolz auf euch. Ah, alles da rein. Okay, wunderbar. Dann füllen wir noch unsere Stockkarte dann aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Also Stockkarte ausfüllen. Wir haben, hoppala, dieser Wind. Heute haben wir gesagt, das ist der 25.06.21. Wir haben die Königin gesehen, wir haben Eier gesehen, wir haben offene und verdeckte Hut gesehen. Ja, Futter haben sie auf jeden Fall noch so ein bisschen Futterkranz, aber wie gesagt, wir haben nichts gegeben und natürlich auch nichts genommen. Wir haben keine Waben, Mittelwand, Brut, Drohnenrahmen, wir haben da nichts gemacht, das können wir also streichen. Beim nächsten Mal Futter kontrollieren. Mal Futter checken. Wobei ich mir gerade echt am Überlegen bin, ob ich da jetzt nicht eine Futterwabe noch mit dazu gebe. Weil sie bauen die andere aus. Ne, wir schauen das nächste Mal einfach, wir schauen einfach beim nächsten Mal rein. Wie gesagt, dann checken wir nochmal das Futter und dann sollte das passen. So, also ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht so zum Schauen. Einmal beim Durchschauen von den ganzen Waben. Wie gesagt, leider war es halt relativ windig, deswegen glaube ich, also deswegen sorry für den Ton, der an der einen oder anderen Stelle dann doch mit Sicherheit ein bisschen ätzend war. Aber naja, man muss sie ja verbessern. Gell? Beim nächsten Mal kommt der Basti vielleicht sogar mit dem Mikrofon. Ja, cool. Also, dann einen schönen Tag. Danke fürs Neischauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.